Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu F1 2017 hier aus Japan, Suzuka. Ja, fünftletztes Rennen der Saison. Bevor es rübergeht nach Amerika, ja, schließen wir unsere Asienwochen ab. Wir starten von P7. Ja, das liegt daran, dass der Sebastian Vettel strafversetzt wurde und es soll trocken bleiben. Das finde ich auch nicht schlecht, ne? Boxenstopp, Runde 5, 26 Grad Strecke, 19 Grad Luft. Dann würde ich sagen, wir starten in die Einführungsrunde. Versuchen vielleicht gleich mal noch ein bisschen Gummi auf die Strecke zu legen. Ne? Keine Ahnung, ob das was bringt. Die Kupplung funktioniert und das Getriebe reagiert normal. Vergiss nicht, die Reifen und Bremsen aufzuwärmen. Tu das während dieser Runde. Ja, ja, mach mal alles. Alles gut, Chef. Ne? Kriegen wir schon hin. Ja, ich habe gesagt, Sebastian Vettel wurde von Platz 2 10 Plätze nach hinten versetzt. Heißt, wir haben einen Platz geerbt. Auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite natürlich auch etwas... Ja, ein Nachteil, 8 Meter weiter vorne zu starten. Wieso, weshalb, warum? Ganz einfach, wir sind auf der schlechteren Seite. Damit meine ich jetzt nicht den Dreck auf der Strecke, nein, da wären wir auf der richtigen Seite, eine Ideallinie. Aber die erste Kurve ist eine Rechtskurve und da sind wir quasi außen. Da ist also schwierig mit Linie verteidigen und so. Heißt, da bin ich ganz gespannt. Der Start wird sehr kritisch, denke ich. Gerade die erste Kurve, diese Rechtskurve, die wird mit hoher Temperatur gefahren. Genau, nein, mit hohem Tempo gefahren, meine ich natürlich. Da könnte die ein oder andere Kollision stattfinden, ne? Und dann bist du draußen und dann zieht das ganze Feld an dir vorbei und dann ärgerst du dich. Und wenn du Pech hast, ist der Flügel kaputt. Also, da ist ja Spannung geboten, denke ich, Kurve 1. Da kann man sehr schnell sein Rennen ruinieren. Ja. Na gut, so präventiv. Weniger Updates. Bestätige. Danke. Einfach mal so auf Verdacht. Dass er mich nicht gleich wieder aufregt und ich einen Blutdruck von 200 habe. Muss nicht sein. Deswegen einfach mal sagen, Jeff, ne, reiß dich zusammen. Nur Wichtiges bitte. Lotto 6er und so, das darfst du mitteilen, aber ansonsten bitte die Backen halten. Okay, die KI übernimmt. Man fährt uns ins Grid. Ja, dann bin ich gespannt, was so geht. Können wir wieder in die Punkte fahren? Ja, vierter Platz wie in Malaysia, das ist eher unwahrscheinlich. Da haben wir's. Halte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald Fahrer in Position geht's wieder sind. Los, ne? Bereite dich aufs Kuppeln vor. Ich hab doch gesagt, er soll die Schnauze halten. Ach, was soll's? Was soll's? Also, auf geht's. Konzentration auf den Start. Zack. Super Start. Hülkenberg stehen lassen wie ein Einkaufswagen. Just Sapperlot. Sieht ja schlecht aus. Oh, boah, Alter. Wo kommt der Bottas her? Wo kommt denn der Bottas her? Uiuiui. Ui, ui. Hör auf, mich von der Strecke zu fahren, Bottas. Die Motorleistung fällt geringfügig. Leichter Verschleiß am Motor. Das will ich nicht hören, bist du deppert? Erzähl mir doch nicht sowas. Also Hülkenberg, ganz schlechter Start. Wie ist denn der Bottas gestartet? Die alte Rakete da. Der ist ja an uns vorbeigeflogen. Jetzt haben wir schon den super Start gehabt. Aber das hat den Bottas mal null interessiert, ne? Ich glaube, das hat der Bottas nicht mitgekriegt, dass wir gut gestartet sind. Das muss ich dir mal sagen. Hülkenberg auf jeden Fall hinter uns. Wir haben eine Position gewonnen. Aber gut, es ist schon mal okay, dass der Bottas vor uns ist, weil dann fährt er uns schon mal nicht von der Strecke. Das ist auch gut. Und Hülkenberg hinter uns ist okay, denn ich glaube, mit dem Renault können wir, wenn alles glatt geht, mithalten von der Performance. Williams, das wird, naja, also Massa ist immer schwierig. Bei Stroll hätte ich jetzt weniger Bedenken, aber Massa ist immer schwierig. Und gut, ich meine, Bottas, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber nachdenken, dass wir da irgendwie eine Chance hätten. Der fährt uns um die Ohren und aus dem Haus ist. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich auch im Massa kassieren. Ah, nö, traut er sich nicht. Er hält sich noch zurück, erstaunlicherweise. Hamilton... Platz 1, 1,34, schnellste Runde. Aber gut, der fährt jetzt auf und davon. Der hat sich schon abgesetzt. Sieht man auf der Minimap. Hülkenberg, 5 Zehntel hinter uns.
Oh, 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 ein bisschen weit rausgekommen. Aber noch alles gut. Noch alles gut. Noch kein Problem. Denn wir können sogar dranbleiben an Bottas, aber auch bloß, weil der Massa halt hier ein bisschen langsam ist. Der scheint Williams typisch Probleme in den S's zu haben, sprich Aerodynamik. Ne, das ist ja immer so das Manko der Williams. Die haben zwar den Mercedes-Motor, aber sie sind halt ja, aerodynamisch nicht wirklich bevorteilt. Und Hülkenberg ist nach wie vor dran, ne? Der lässt nicht locker. Bin gespannt, ob der Bottas jetzt kassiert den Massa oder ob der sich nach wie vor so schwer tut. So, schön rausgekommen aus Spoon. Und der hat doch Windschatten, aber gut, der hat halt auch einen Mercedes, ne? Jetzt Angriff Bottas auf Massa, reicht's? Oh, er ist daneben, Bottas ist vorbei. Bottas ist vorbei, ui, die fahren sich fast von der Strecke, die zwei. Das ist okay. So, jetzt haben wir wieder das Problem, dass wir am Massa nicht vorbeikommen. Das ist... Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiter. Ja, freue ich mich. Dankeschön. Das ist das Problem. Wir kommen jetzt am Massa nicht vorbei. Ja, keine Chance. In den SS komme ich nicht vorbei. Ich komme hin, aber ich komme nicht vorbei. Oh, Massa, ey, du... Oh, weit rausgekommen. Uiuiui. Gut, da habe ich mich schon fast abfliegen sehen. Eieiei. Ne, das Kiesbett da, das ist brandgefährlich. 10 cm zu weit links und dann schwupp, hängst du drin. Ah, sind wir gut rausgekommen aus der Haarnadel. Aber ja, wie schon gesehen. Ne, wenn der Bottas sich so schwer getan hat, dann werden wir uns doppelt so schwer tun gegen den Felipe. Da ist kein Vorbeikommen. Und hinter uns ist schon Hülkenberg. Hinter uns ist schon Hülkenberg. Ja, der Hamilton lacht sich eins, ne? Der fährt auf und davon. So, ich glaube, Massa hat Probleme, oder? Kann das sein? Hat er die volle Leistung? Sieht gerade nicht so aus. Sieht nicht so aus, als ob der die volle Leistung hätte. Wir schalten mal auf Fett. Komm, 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 komm. Jawohl, jawohl, komm, den kriegen wir doch. Jawohl. Vorbei an Felipe. Der hat Probleme, glaube ich. Was für Warnung. Bist du doof, Spiel? Hallo, der ist doch wenn dann in mich reingefahren. Wieso kriege ich dann eine Verwarnung? Der hat, das hat man gemerkt, ne? Anfahrt Spoon, aber nicht Spoon, sondern Anfahrt 130R, der ist nicht weggekommen. Das ist was, als wäre der plötzlich im Benzinsparprogramm gewesen. So, jetzt komm, Sprit verbrennen, jetzt fliegen lassen, jetzt Vorsprung rausfahren. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Ich rate die Backen zu halten, da. Ne? Jetzt muss ich die Zeit rausfahren für den Boxenstopp. Und außerdem muss der Massa weg, ne? Der darf nicht ins DRS-Fenster kommen. P5, richtig gut, Mensch. Ne, Ricciardo vor uns, heißt, der Bottas hat auch ihn überholt. Und nicht vergessen unsere Komponenten. Ich zeig's dir nochmal. Na, genau, richtig. Auch nicht so das Gelbe vom Ei. Uiuiui. Kleiner Quersteher. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Ja, ja. 1,5 auf Massa. Okay. Ja, der hat echt Schwierigkeiten. Der hat Probleme, glaube ich. Aber ist gut, dann hält er die Leute auf hinter uns.
Oh, da war ich gerade ein bisschen optimistisch in der Kurve. Siebter Gang ist vielleicht ein bisschen arg krass. Wir haben kein Ferrari und kein Mercedes. Fahrer hinter mir. Massa liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 1,5 Sekunden. Ah. Sie fahren mit alten, superweichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,37,4. 1,37 ist nicht toll. Das ist nicht heroisch. Ja, man sieht auf der Minimap, wie er die Leute aufhält. Genial. Genau das brauchen wir. Genau das brauchen wir, Leute. Sollen wir boxen? Du musst diese Runde reinkommen. Könnte man, gell? Man könnte es probieren. Kriegen wir wenigstens kein Unsafe Release? Okay, wir boxen. So, jetzt aber. Da kommen die anderen Flachzangen. So, bitte, komm, schnell. Nein, okay. Los, damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. Das, Alter, was ist das? Das hat jetzt wieder unnötig Zeit gekostet. Ne? Thema Unsafe Release, da war wieder eine Sekunde weg. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Ich wär auch gleich warm, du. Pass bloß auf. Der Chef. Irgendwann, ne? Irgendwann. Na, Ricardo, was ist los? Ricardo, gib Stoff, komm. Da, macht er schon, okay. Ne, Red Bull, bekannt für starke Aerodynamik. Adrian Newey. Konstrukteur, Designer. Der kennt sich aus. Und Massa hinter uns. Jetzt hast du mal an den neuen Reifen gewöhnen. Ein bisschen weniger Grip als der rote. Unser Softreifen, unser softer gelber, genau. Unser gelber Softie quasi. Ja, hier merkt man schon, Spoon Corner. Da merkst du es direkt. Was ich hier auch merke auf dieser alten Strecke Suzuka, ich habe hier deutlich mehr Vibrationen. Die Strecke ist etwas unebener offenbar. Ich habe mehr Vibrationen am Lenkrad als auf anderen Strecken. So, Massa ist dran. Massa hat DRS. Gemisch auf Fett. Ja, gleich mal verteidigen hier. So, da geht's vorbei, ist in der Bahn der Box. Nö, wir bleiben auf B12. So, diesmal schön durchgekommen. Durch 1 und 2. Jetzt ist wichtig, sich von Felipe Massa abzusetzen. Ja, den Aerodynamik-Nachteil des Williams ausnutzen. Holla. So nicht. So bleibt er dran, wenn du so fährst. Aus der Haarnadel sind wir aber immer besser rausgekommen als der Massa. Das war die Erfahrung. Also hier können wir uns nochmal ein Stück absetzen. Und Pinsel. Ne, P12, das ist natürlich nichts, das ist klar, aber da sind einige vor uns, die noch nicht geboxt sind. Also macht euch keine Sorgen, Leute. Alles gut. Und im Soll sind wir sowieso. Ne? Wir sollen ja 13. werden, also von dem her alles kein Problem. Oh Gott. Das sind ein paar an der Box jetzt. Die Plätze holen wir uns wieder. Genau, wir sind in den Punkten.
Sieht gut aus. Wir sind auf P9. Immer noch Massa hinter uns. Wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir auch Ocon überholt. Ja, der müsste in der Box gewesen sein. Das ist gut, wenn die sich gegenseitig wieder aufhalten. Ja, und vorne zieht Lewis Hamilton einsam seine Kreise. Diesmal sind wir schön durchgekommen, jawohl. Fahrer hinter mir. Massa hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 0,8 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 36,3. 36,3, okay. Uiuiui, da waren wir sehr weit draußen. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, danke. Hallo, was? Oh Gott, hallo? Fernando ist gerade an die Box gefahren. Ich wollte es gerade sagen, jetzt nehme ich schon wieder die Piloten mit. Ganz gefährlich. Okay, P6. Ja, die sind jetzt natürlich auf Rot, ne? Die sind auf Gelb gestartet, offenbar auch Alonso. Aber gut, es wird ihnen nichts nützen. Irgendwo ist Gelb, ja, Kurve 1 ist Gelb gewesen. Vettel ist raus. Tja, nach Malaysia. Wir denken, dass unser Energiespeicher an Kapazität verliert. Stellen die Mischung fetter ein, um die Belastung zu reduzieren. Nach Malaysia das zweite Aus in Folge für Sebastian Vettel hier in Japan. Aber gut, er war eh hinter uns, also von dem her, ne? Hat er die 10 Plätze Grid Penalty bekommen. Ja, also Gemischfette einstellen, ja, blöde Energiespeicher. Runde 9 von 13, allzu lang geht's nicht mehr. Doch, ich könnte mit dem 6. Platz sehr gut leben, Leute, ganz ehrlich. Das wäre ein toller Erfolg. Das wäre ein super Erfolg. Hätten wir eine Position gewonnen, aber ich glaube, das wichtig war bei uns der Start. Ne, durch unseren Zauberstart sind wir gleich an Hülkenberg vorbeigekommen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn wir hinter Hülkenberg festgehangen wären. Dann wäre das Rennen ganz anders verlaufen. So, jawohl. Oh, Sainz ist jetzt hinter uns. Der hat den Massa offenbar kassiert. Und Sainz ist auf dem roten Reifen, darf man nicht vergessen. Na, jetzt ist Massa wieder hinter uns. Achso, okay, der war wahrscheinlich in der Box gerade. Wir haben auf jeden Fall unsere schnellste Runde gedreht. Im letzten Umlauf. Fahrer hinter mir. Massa liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2,2 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,36,6. Okay, also da haben wir mit unserer 35,5 mal richtig was drauf gekloppt. Aber allzu oft geht es halt nicht, ne? Hier mit dem fetten Gemisch rumprügeln. Da haben wir nicht so viel Sprit dabei. Und außerdem klingelt es ja wieder voll auf die Teile, ne? Thema Zuverlässigkeit, Strapazierfähigkeit. Etwa 3 kommen wir mit dem Benzin noch raus. Jo. P5. Wow. 10 Punkte wären das, Leute. 10 Punkte. Und die wären ehrlich verdient, die 10 Punkte. Die wären absolut ehrlich verdient. Aber der Himmel, ne, bewölkt, also ich weiß, geht nicht mehr lang, aber ich weiß, dass auch in Suzuka gerne mal das Wetter spontan wechseln kann.
Ich hoffe mal nicht. Naja, er hat ja gesagt, es regnet nicht, aber naja. Man hat ja schon vieles erlebt. Deswegen bin ich da jetzt echt vorsichtig. Gut, den Ricardo kriegen wir nicht mehr. Den Danny. Den Mann aus Perth. Australien. Mr. Sunny Boy. Aber ist auffällig, gell, dass der sich nicht absetzen kann. Der kann sich hier nicht wirklich so absetzen wie zum Beispiel ein Bottas. Der ist auf und davon. Aber ich glaube, den Massa haben wir im Griff, ja. Wir bleiben weg. Wir haben uns gut abgesetzt. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Hab ich doch schon jetzt. Oh Gott. Leicht abgekürzt, oh je. Ja, Massa ist jetzt fast 4 Sekunden weg. Das sollte sich ausgehen. Leute, das Ding fahren wir nach Hause. 2 Runden sind es noch, ne? Eine und diese hier noch zu Ende fahren. Da muss ich schon wieder einen kapitalen Schnitzer machen. Dass wir den 5. Platz herschenken. Nicht, dass das nicht schon mal vorgekommen wäre, gell? Also, naja. Ich möchte es nicht verschreien. Alles schon vorgekommen. 4 Sekunden ist Massa weg. Ah. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Uiuiui, da wär's schon fast so weit gewesen. Jetzt wollte ich gerade sagen, wenn jetzt 2 vor uns noch ausfallen. In dem Moment komme ich links aufs Gras und schmeiß fast das Auto weg. Das wär's gewesen. Das wäre wieder der nächste Lacher gewesen. Rudi Rennsemmel, die Kapriolen des Rudi Rennsemmel, genau. Hat zum Glück nicht viel Zeit gekostet. Letzte Runde, Leute, letzte Runde. Sekunden, Felipe Massa. Jetzt irgendwo noch technische Defekte vor uns. Ah, oh, das wäre super. Aber gut, man wünscht man niemand, ich weiß. Wünscht man niemand. Ich bin mit unseren 10 Punkten zufrieden. Oh, das war schon wieder am Limit, oh mein Gott. Ja, wir kommen sogar noch mal ein Stückchen an den Danny Ricciardo. Aber es reicht einfach nicht, ne? Es reicht nicht. Jetzt wird dann gleich der Lewis Hamilton seinen nächsten Sieg einfahren, ne? Er ist schon auf Start und Ziel und jetzt geht er über die Linie. Lewis Hamilton, ja, fährt sogar nochmal die schnellste Runde. Wir könnten sogar auch nochmal die schnellste Runde fahren. Schauen wir mal. Ja, wir sind nochmal schneller gefahren. 1,35. Erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Was? Du hast den 5. Platz von mir verlangt? Bist du völlig bescheuert? Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberpfeile. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir könnten den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute.
Mein Gott. Während das Adrenalin nach diesem ereignisreichen Grand Prix ein wenig nachlässt, kommen hier unsere Top 3 hinaus zur Siegerehrung. Tja, da ist er, der Luis. Mit dem Bot. Tja. Und der Verstappen mit auf dem Podium und Ferrari. Eieiei, ganz bittere Pille. Räikkönen Vettel, ne, unter aller Kanone. Das ist jetzt wieder, ja, das ist echte Formel 1, ne? Weil, wie war es im Endeffekt? Das war genauso. Asia-Festspiele. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Auf jeden Fall der fliegende Finne. Warte, wie viele fliegende Finnen hatten wir inzwischen schon? Wie auch immer, in diesem Fall meine ich Bottas. Starkes Tempo und ebenso gute Arbeit im Verkehr. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Uiuiui. Räikkönen dicke Strafe gekriegt, Sapperlot. Alonso P15. Naja, also der hat keinen Platz gewonnen. Lance Stroll ist auf die 16 gekommen. 36,5 Alonso, wir sind eine 35,0 gefahren, ne? Ja. Also war noch da besser. Wie sieht es in der Rangliste aus? Schauen wir mal. Räikkönen immer noch auf Platz 1, aber Mercedes holt auf. Ja, das war jetzt natürlich wieder bitter. Nullnummer, das hat wehgetan. Vettel ebenfalls der Ausfall, das hat auch wehgetan, aber gut, ne, war ja sowieso weit hinten. Also, ob er groß gepunktet hätte, ich meine, an einem Sieg von Lewis Hamilton, da war nicht zu rütteln, ne, da. Das Ding war durch. Bottas, starke Vorstellung auf Platz 2. Wir sind auf Platz 9. Der Fahrer WM. Das ist aller Ehren wert, hätte ich gesagt. Konstrukteure auf Platz 7. Toro Rosso, Renault ganz schwach. Und wir sind dran an Haas. 5 Punkte noch. Das ist nicht viel. Ganz und gar nicht. So, jetzt wollen wir erst nochmal lecker Ressourcenpunkte haben, bitte. Danke. Genau. Ja, eine zugestrukturierte Strafe. Da muss ich lachen. Entschuldigung, wenn der mir ins Auto fährt, kriege ich die Strafe. Also, das, naja, gut, das ist Codemasters, ne? Das kennt man nicht anders. Das kennt man nicht anders, so sans. Okay, da gibt es auch wieder. Boah, das glaube ich jetzt nicht. Der Grosjean war schneller als wir in der schnellsten Runde. Schaut doch mal hier, 17.000stel. Eine Frechheit. Unglaublich. Na gut. Ja, hier gibt es natürlich auch dicke, dicke Anerkennung. Sehr schön. Oh, Renault ist interessant. Bei Williams und Force India haben wir auch einen großen Sprung gemacht. Genauso wie bei Ferrari. Schaut doch mal hier. Eieiei. Naja, dumme Karrierepunkte brauchen wir nicht. Hinfort mit ihnen. Oh Gott. Ah, mal wieder ein Einladungsevent. Na schön. Ja, dann werde ich das machen. Und ja, die heutige Folge, liebe Freunde, ist zu Ende. Wer hätte das gedacht, ne? Ich sage wie immer vielen Dank fürs Dabeisein bei F1 2017. Das war das fünftletzte Rennen hier in Japan. Suzuka, beim nächsten Mal geht's nach Austin, Texas. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Macht's es gut und Servus.